Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo, und der sehr geschätzte Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern und wir haben ja vor kurzem ein Video gemacht. Da ging es darum, dass jemand wegen einer 10-minütigen Kaffeepause und das Täuschen darüber, dass die sich so, ja, oder dass die Pause so stattgefunden hat, durch Kündigung den Job verloren hat. Und da haben wir sehr viele Nachfragen dazu bekommen, die sich primär um die Kaffeepause, so frei nach dem Motto, man wird ja wohl noch mal eine Kaffeepause machen dürfen, sich dann drehten und aus unserer Sicht ein bisschen in die falsche Richtung gehen. Deshalb wollen wir an dieser Stelle noch mal deutlich machen, was das Landesarbeitsgericht tatsächlich als so verwerflich angesehen hat, nämlich nicht das Trinken von Tee oder Kaffee, darum ging es als Aufhänger nur, aber nicht inhaltlich, sondern es ging um tatsächlich eine ganz andere Geschichte, die rechtlich hier zu bewerten war. Frau Kollegin. Es ging um die Lüge tatsächlich. Es ging um das trotz Ertapptwerdens nicht zugeben, dass man irgendwas falsch gemacht hat oder dass man irgendwas versäumt hat, sondern weiter darauf beharren, dass das, was ich jetzt gerade dir gesagt habe, Kaffeepause oder ja, das habe ich schon erledigt oder ich war natürlich dort draußen auf dem Kita-Gelände, dass an dieser Geschichte sozusagen festgehalten wird, obwohl man eigentlich schon entdeckt wurde und entdeckt wurde, dass das eben nicht stimmt. Darum geht's. Dass man also sozusagen ein Fehlverhalten versucht hat, mit einem weiteren Fehlverhalten zu kaschieren, da haben die Arbeitsgerichte gesagt, Moment mal, das ist ja sozusagen wie doppelt schlimm, um es vereinfacht auszudrücken. Und das ist etwas, was sich ein Arbeitgeber und in unserer Branche somit eine Kita-Leitung, ein Träger, ihnen nicht gefallen lassen müssen, das sozusagen auf die konkrete Frage hin und auf das konkrete Vorhalten eines Fehlverhaltens plötzlich Ausflüchte kommen oder noch schlimmer, der Verdacht auf andere Personen gelenkt wird. So, jetzt brauchen wir aber noch ein zweites Element. Das spielt ja bei dieser Kaffeepause durchaus auch eine Rolle, aber ist trotzdem hier auch nochmal erwähnenswert. Wir brauchen ein zweites Element, um eben nicht, Anführungsstriche, nur eine Abmahnung für dieses doppelte Fehlverhalten zu kassieren, faktisch dann zwei Abmahnungen, sondern wir brauchen noch etwas, damit am Ende auch wirklich eine Kündigung sofort erfolgen könnte. Nämlich was, Frau Kollegin? Naja, das Vertrauen in das zukünftige Richtigverhalten muss derart erschüttert sein, dass ich eben den Eindruck habe, nee, das muss ich mir als Arbeitgeber jetzt nicht weiter zumuten, weil zukünftig wird diese Person vermutlich wieder genauso handeln oder es besteht jedenfalls die Gefahr, dass diese Person genauso handelt und mir genauso wieder dreist ins Gesicht lügt. Und dann kann ich natürlich sagen, nee, Moment. Mein Vertrauen ist hier Ende und am Ende und deswegen kündige ich jetzt eben tatsächlich. Sogar noch mehr brauchen wir, noch sogar einen kleinen Baustein mehr. Wir brauchen nicht nur die völlige Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses. Es muss sich auch noch um wichtige betriebliche Belange gehandelt haben. Also es muss sozusagen den Kernbereich der Betriebsabläufe betroffen haben. Bei der Kaffeepause war es tatsächlich, wer zeitlich wo ist, wer wann was wie zu machen hat. Und da ging es auch um Geld. Werde ich jetzt gerade bezahlt für die Zeit oder bin ich gerade offiziell in der Pause, die ja nicht bezahlt wird? In unserer Branche könnte das eben wieder sein, die Aufsichtspflicht, die Fürsorge, das richtige Handeln im Kinderschutz, meinetwegen auch Geld, das Verwalten von Elternbeiträgen der Elternkasse oder eben auch das Schreiben von wichtigen Berichten, Beobachtungsberichten und. Das würde man wahrscheinlich, das ist natürlich jetzt auch nur eine Annahme, zumindest in Krippe und Kita und im Hortbereich als essentiell und von überragender Wichtigkeit für den Träger einordnen. Und wenn man dann noch dreist auf eine Frage hin ins Gesicht lügt, also die Wahrheit vorsätzlich hier nicht dann sagt, dann kann es auch zur Kündigung kommen. Frau Kollegin, was heißt das für uns? Lügen haben kurze Beine oder Lügen soll man nicht oder? Lügen haben kurze Beine sowieso, die kommen also nicht sehr weit. Und tatsächlich, wenn mir schon gesagt wird, Moment mal, ich habe dich gesehen, dass du das und das nicht gemacht hast oder dass du das und das gemacht hast stattdessen, dann sollte man vielleicht einfach dieses Fehlverhalten tatsächlich sozusagen
anerkennen und sagen, ja, stimmt, Asche auf mein Haupt, ich habe da den Fehler gemacht. Ist ja auch eine gewisse Fehlerkultur. Und dann nicht noch irgendwie versuchen, das abzublocken, wegzublocken und vielleicht noch die Schuld auf andere Leute zu schieben. Das bringt einfach überhaupt keine Punkte. Absolut an dieser Stelle Zustimmung. In dem Sinne, haltet durch, flunkert nicht rum. Bis dahin. Tschüss.